Ja, die Zeit, die geht jetzt rum, wie im Fluge. In Thailand weiß ich auch nicht, da es nicht so viele Jahreszeiten gibt, geht das hier alles ein bisschen schneller. Und ich habe mich mal wieder ein bisschen verkleidet. Ja, es geht ja bald wieder los. Immer mehr Leute fragen, Dieter, wie sieht's aus wieder mit einer Feier? Ja. Wir wollten ja eigentlich kein Oktoberfest mehr machen. Aber so viele Leute fragen, ach, mach doch. Letzten kamen sie ja von überall, von Bangkok, von überall her. So, wie immer waren wir also ausgebucht. Es waren also Leute, die reserviert haben und dann wieder abgesagt haben und dann kamen trotzdem Leute. Also, es ist natürlich mit der Reservierung, wird es jetzt also jetzt anders gemacht, falls es ein Oktoberfest gibt. Und da frage ich euch, Hilfe, ich brauche Musiker. Meine Musiker, der Peter, der ist wieder nach Deutschland zurück. Der Norbert, ja, der will erst im Februar kommen, weil die Flüge so teuer ist. Ja, und der Harry, der ist ja in Koh Samui, aber der nur für einen Tag fürs Oktoberfest nach von Koh Samui nach Udon kommt, das wird also ein bisschen zu kostspielig. Ja, und dann habe ich eine Frage an euch. Gibt es unter euch Musiker, am besten ein oder zwei, so, die am 11.11. November machen wir kein Oktoberfest, aber ich mache es immer im November aus dem Grund, weil viele sind noch in Deutschland zurück und dann würde der 11.11. gerade noch passen, Karneval, Oktoberfest zusammen. Ja, wenn, meine Frage wäre, wenn jemand hier im Isan ist, Gitarre, Akkordeon oder ein anderes Instrument spielen kann, bitte meldet euch, wenn ihr Interesse habt, meldet euch. Ich werde zum Schluss meine E-Mail-Adresse einblenden. Eventuell habe ich jemanden mit Keyboard und der ein bisschen singt. Ja, wäre noch gut, wenn dann eventuell noch zweimal dabei kommen, damit auch wieder richtig Stimmung kommt. Ja, und das ist ja jetzt im Prinzip das mein Hilferuf gewesen. Hilfe, ich brauche Musiker. Ja, das wird auch die Überschrift sein. Ja, wie beim Oktoberfest, die also meine Oktoberfeste nicht kennen, die sind voll, 100, 120 Leute. Es ist immer alles voll. Und was gibt es zum Essen? Schwein vom Grill, Leberkäse, Bratwürste, Hühner, Schweinebraten, Klöße, Kartoffelsalat und Thai-Food und. Und alle Nationalitäten sind hier und wie ihr seht, wieder hat man nicht alles geschafft. Bratkartoffeln, Schwein, Huhn, Bratwurst. Wird kein Lärm. Und was ist natürlich jetzt noch zu trinken gibt. Letztes Jahr haben wir ja Fassbier gehabt und weil ja vorher war ja Corona nicht so viel und wir waren also um 1 Uhr nachmittags angefangen, um 5 Uhr waren 120 Liter Fassbier weg. Es waren keine Flaschen mehr, kein Schnaps, hat sich keiner darauf eingestellt, dass es so viele Leute kommen. Ja, also Anmeldungen kann man machen, was ich aber diesmal machen werde. Ich werde ein
Beitrag nehmen für Essen und ein Getränk. Essen natürlich so viel man will und ein Getränk. Und jeder, der reserviert, muss das im Voraus zahlen. Weil dann kam wieder, ach, meine Frau, der Opa hat sich der Bein vertreten und wir können nicht kommen. Jeder, der reserviert, muss das Geld überweisen und kriegt einen Gutschein für Essen und ein Getränk. Wenn dann der Opa sich das Bein gebrochen hat und nicht kommt, ja, dann sage ich Dankeschön, das ist geschenktes Geld, weil ich muss ja auch zusehen, im Voraus kaufen, damit ihr alle satt werden. Letztens haben wir ein Schwein gehabt, glaube ich, von 110 Kilo. Und das ging immer alles weg, die Leute essen. Die Schlacht am Buffet. Ja, ich werde euch noch so ein paar kleine Abschnitte mit einblenden vom letzten Oktoberfest. Richtig Stimmung. Und deshalb habe ich gesagt, wir werden es dieses Jahr noch machen, weil so viele Nachfragen sind. Ja, und ich hoffe, dass ich also ein paar Musiker finde, die noch mitspielen. Ja, das war's und da bedanke ich mich im Voraus auf die Antworten. Hoffentlich gibt es viele Musiker. Yomi Misan von Bangkok wird ja keiner hier hochgefahren kommen. Ja, bedanke ich mich im Voraus und wenn ihr auch Interesse habt, könnt ihr euch anmelden. Und so, was gibt es noch ganz Neues? Es gibt sehr, sehr viel Paulanerbier, Franziskanerweizenbier, Kronbacher Partyfässer, 5-Liter-Fässer, Paulaner 5-Liter-Partyfässer, ja und natürlich die 3-Liter-Tower auf den Tische, wie es immer war. Ja, Stimmung ist immer dabei, werdet ihr also ein bisschen was sehen. Ja, und dann sage ich mal Tschüss und ich sage mal Danke im Voraus, bis dann. Tschüss, der Dieter.